Servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal Dude Gaming und weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. So, wir werden jetzt mal eine Schnellreise hierher machen und gehen dann in unser Zuhause. Da kann man Schatz plündern, habe ich gesehen. Die nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Was ist denn das überhaupt? Hütte den Hauptmann. Okay, das ist alles noch rot, Sperrgebiet, da werde ich noch nicht reingehen. Okay, machen wir eine Schnellreise hier hin. Aber ich muss schon sagen, das Kampfsystem hat sich schon gescheit verändert. Also ist auf jeden Fall schwieriger geworden, aber ich finde es ja cool, dass es nicht mehr so ist wie in den anderen Teilen, wo du den Bus anvisierst und einfach nur kontern musst. Mehr musstest du ja eigentlich gar nicht machen und dann hast du schon eine ganze Gruppe ganz, ganz leicht erledigt. Und jetzt hier ist es wirklich so, du kannst einen Feind anvisieren und musst dann wirklich mit Ausweichen arbeiten. Und das finde ich schon cool gemacht, also. Okay, springen wir mal hier rein. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Also kommentiert fleißig. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Kann man jetzt hier auch die Fackel rausholen? Ja, kann man. So, da oben gibt es anscheinend. Ist es unser Zuhause? Ne, Zuhause ist da. Aber was gibt's hier? Hier war doch auch noch irgendwas, oder? Gehen Sie erstmal dorthin. Chensira, wo warst du? Naja, ich war weg. So, 100 Meter noch. Oh, hier müssen wir doch schon richtig sein, oder? Ach, das ist der Schatz, oder was? Munition voll. Tisch mit Informationen, neue Quest. Ein solider Brustschutz. Das wird helfen. Wenn du helfen willst, auf meinem Tisch sind einige Gesuche. Und geh doch da rein. Was macht ihr denn? So, okay. Wasserratten. Nebenquest 3. Banditen haben eine wichtige Quelle übernommen. Und erpressen die Bauern, die dringend Wasser benötigen. Machen wir doch. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Teremun. Okay. Er würde nicht aufgeben. Wo ist jetzt die Quest? Finde dein Ziel. Zeige den ungefähren Aufenthaltsort deines Ziels an, erreiche das Gebiet mit Bayek oder Zeno. Okay, Zeno ist der Falke. Schauen wir doch mal. Da ist es. Ganz schön weit weg, ey. Da mal hin.
Kann ich das Pferd schnappen? Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Hältst du schon aus? Die gelbe Linie zeigt die Richtung zu deinem Ziel an. Wenn sie zu einem Kreis wird, hilft sie dir, dein Ziel zu finden. Geh! Schnell! Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Ich kann jetzt gerade nicht. Entschuldigung, ich komme da gleich hoch. So, bringe Theremuns Leiche zu dem Hof. Wo ist die Leiche? Hier, Hasi will wieder reden. So, wo ist der Hof? Ist ewig weit weg, er muss ewig weit gehen. Ja, schreib du nur an. Mein Sack. Ist auch egal wo. Ist egal. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist denn hier los? Ich wollte ihn bloß plündern.
Wir kommen hier runter ganz normal. Okay, es geht sogar. So 100 Meter noch, da haben wir's. Was haben Sie mit Theremuns Hof gemacht? Okay. Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Ach, tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Okay, lege Theremun bei seiner Familie zur letzten Ruhe. Hat, es war Ptolemäus krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. Mögest du frieden. Okay, Quest abgeschlossen. Familienzusammenführung. So, und jetzt wollen wir noch mal gleich die andere Quest noch anschauen, und zwar Wasserratten. So, die Amanai-Höhle liegt in den Bergen im Nordosten von Hepzephas Haus. Was sind das komische Namen, ey? Okay, können wir da irgendwie hin teleportieren? Warte mal, ist ein bisschen Fragezeichen hier. Okay, das ist da oben. Ah, das sind die Aussichtspunkte, okay. Dann können wir doch noch keine Schnellreise machen, weil wir die noch nicht freigeschaltet haben. Gehen wir mal hier hin. Okay, 578 Schmiede. Aber ich würde mir gerne vorher noch diesen Punkt holen. Was ist denn das hier überhaupt alles? Weber, Stelle, Ptolemäus-Statue. Ach, das hat jemand wieder einen Screenshot gemacht. Wir markieren mal. Und schauen noch mal, ob wir ausrüstungsmäßig was machen können. Nee, da können wir nichts machen. Nahkampfschaden und Fernschaden, okay. Ah, das ist ja cool, wenn ich jetzt den so bewege. Dann sehe ich den auch so. Okay, cool. Also, gehen wir jetzt mal dort hinten hin, würde ich sagen. Okay, ich glaube, hier gibt es richtig viel zu tun. Das Anfangsgebiet schon so. Zu tun. Sim,
Und ich muss sagen, ab und zu habe ich ganz leichte Ruckler drin, obwohl ich auf der PS4 Pro spiele, aber trotzdem. Oh. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Jedenfalls cool gemacht, dass hier so Löcher drin sind, da kann man schön hochklettern. Simulation beendet, Schnellreisefreiheit, Weltkarte aktualisiert, Senuas Wahrnehmung erweitert. Okay. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir weiter mit der. Mit der Quest. Die wäre dann da oben. Ich könnte ja mal einen Kamin mal rufen, ne? Geht vielleicht schneller. Lager am Korallenriff. Oh. Boom. Leg dich nicht mit dem Commander an. Bums. Boom, geile Sache. Kann man mal machen. Haben wir hier noch was Schönes? Aber Ruhe im Puff. Hier gibt's richtig viel zu snacken. Dann gehen wir mal weiter. Geiles Kampfsystem, gefällt mir gut. Nicht zu plündern oder was?
Okay. Auf zur Amanai-Höhle. Die Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Amun, steh mir bei. Cat? Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe. Wenn ihr diesen Bauern noch mal seht, bringt ihn zu mir. Kann man sich hier nicht gleich ein paar Dinge holen? Ja. Schlagt an! Okay, sie überplündern oder was? Scheiße. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Die werden schon zahlen. Munition voll oder was? Oh, neuer Bogen. Das ist eigentlich schlechter. Das war's. Die kommen so schnell nicht zurück. Puh.
Aber Quest abgeschlossen. So, dann müsste ich eigentlich noch... einen Schatz haben. Munition ist voll. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. Fähigkeiten. Können wir auf jeden Fall was machen. Was ist denn hier? Reittierrufe. Das kann ich doch schon, oder? Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Sind eh schon fast Stufe 5 und dann könnten wir auch schon das falsche Orakel machen. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.